Hallo, mein Name ist Michael Mayer und ich bin der Geschäftsführer für BNI für Deutschland und Österreich. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, das viele BNI-Mitglieder schon einige Male gehört haben, aber trotzdem ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Warum sind Besucher für ein BNI-Chapter wichtig? Ich bringe es auf ein einfaches Niveau zurück. Immer wenn Besucher anwesend sind, konzentriert man sich besser. Die Präsentationen sind in einer höheren Qualität, weil man ganz einfach Leute im Raum hat, die normalerweise nicht da sind. Und unabhängig davon, ganz, ganz wichtig, jeder Besucher ist ein potenzieller Kunde für jedes Unternehmen im Raum, für jedes Mitglied im Raum. Und man kann mehr Umsatz machen. Kann ich eine gute Geschichte erzählen? Ich lade immer wieder auch Leute ein, die nicht beitreten können. Das heißt, die nicht als BNI-Mitglied in Frage kommen. Mit dem Hintergrund, meinen BNI-Mitgliedern, meinen Kollegen in meinem Chapter zu helfen. Ich habe meine Mutter eingeladen, weil meine Mutter wollte endlich einmal wissen, was macht ihr Sohn so beruflich. Mutter ist da ins Chapter gekommen, sie hat gerade ihr Haus renoviert in meiner Heimatgemeinde. Wir haben einen neuen Fußboden bekommen in dem Haus in Mannersdorf, ein neues Badezimmer, der Trockenbauer, der Maler. Hätte ich meine Mutter nicht mitgenommen, hätten die vier Gewerke keinen Umsatz gemacht. Das heißt, ich lade nicht nur ein, um Unternehmer für ein BNI-Chapter-Meeting zu gewinnen, sondern ich lade auch Leute ein, wo ich glaube, dass die A, vielleicht was beitragen können oder B, vielleicht einen Bedarf für ein Produkt oder eine Dienstleistung haben. Und da finde ich es immer spannend, weil ich sage, ich kenne wen, der was braucht, den nehme ich gleich mit in meinem BNI-Chapter und stelle ihm gleich dem vor, der die Dienstleistung oder das Produkt hat. Das ist, sage ich mal, die Königsklasse des Netzwerkens. Ja, ist es natürlich ein Unternehmer, der gerne mehr Geschäft machen möchte, wo der Platz im Chapter noch frei ist, perfekt, dann kann der auch Mitglied werden und ich kann profitieren von seinen Empfehlungen, die er noch über das ganze Jahr mitbringt. Also es gibt hier zwei Sichtweisen. Die eine ist, ich nehme Leute mit, die ein Produkt oder Dienstleistung brauchen und ich nehme Unternehmer mit, die gerne mehr Geschäft machen wollen. Beides ist vollkommen okay. Bitte beim Besuch einladen, nicht zu sehr verkopfen, sondern einfach einladen. Meine Lieblingsfrage ist beim Einladen, wollen Sie mehr Geschäft machen? Für Unternehmer und für Leute, die kein Unternehmen haben, möchtest du gerne meine Unternehmerkollegen kennenlernen. Da ist dabei ein Steuerberater, ein Rechtsanwalt, ein Fußbodenleger, ein Fliesenleger, wer auch immer. Einfach fragen, mitnehmen zum Frühstück. 99% unserer Besucher sind hellauf begeistert, nachdem sie dabei waren und das Meeting läuft auf einem viel, viel höheren Niveau ab. Es liegt an Ihnen, es liegt an euch. Ich weiß, Besucher sind gut fürs BNI-Chapter. Schönen Tag noch, ciao, ciao.